Mein Name ist Karin Wetschart. Ich bin Polizeipsychologin bei der Stadtpol Zürich. Ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren. Also das heisst, eigentlich direkt nach dem Studium konnte ich hier einsteigen. Einerseits gebe ich Psychologieunterricht bei den Polizeiaspiranten, die mir Theorie vermitteln und zum Beispiel Situationstrainings machen, wo die Schüler auch lernen, wie sie in so anspruchsvollen Polizeisituationen handeln und kommunizieren. Ganz langsam. Was soll das Huren-Theater? Wir arbeiten dort mit Schauspielern zusammen. Da kannst du mich auch mitnehmen, die Kiste geht, dann weisst du es nicht. Das ist doch eine Scheisse. Nachher machen wir eine Auswertung, wo die Aspiranten ein Feedback bekommen. Dass man gerade sieht, was unter dieser Decke ist. Nicht die Zecke abschränzen. Im Moment habe ich gerade Pike. Das heisst, wenn in der Stadt Zürich etwas passiert, was eine Psychologin braucht, muss ich ausrücken. Das kann sein, um Angehörigen betreuen. Es kann aber auch sein, um Polizisten betreuen nach einem massiven Einsatz. Ich war früher Polizistin. Bevor ich das Studium angefangen habe, habe ich im Bereich Gewaltdelikt gearbeitet. Also dort habe ich vor allem mit Straftätern zu tun gehabt. Psychologie war eigentlich immer schon das Thema, das mich interessiert hat. Durch die Fälle, die ich hatte, hat mich immer noch der Mensch sehr stark interessiert. Mein Pager ist gerade runtergegangen. Für mich war es wie klar, wenn ein Studium, dann würde ich das gerne machen mit anderen, die so in der gleichen Situation sind, die schon Berufserfahrung haben. Das macht das Studium noch mal viel interessanter. Das ist gut, ich bin in zwei Minuten dran. Wir haben zwei Praktika gemacht. Ich habe das Feedback bekommen, ja, euch von der ZHAW kann man so quasi auch gerade einsetzen und brauchen im Alltag. Bei mir wird es privat eine grosse Veränderung geben, weil ich werde im Juli, wenn alles gut geht, Mutter. Und ich nehme dann das erste Mal eine Auszeit und dann Teilzeit arbeiten.